Also jetzt mal, der ist eine Brücke runtergesprungen. Hä? Ist doch echt bescheuert. Deine schiere Anwesenheit ist eine Bekloppt. Das ist ja wirklich bekloppt. Ich meine, der Typ kämpft gegen irgendwelche Golems. Gegen irgendwelche fetten Trolle, weißt du? Ist das Pferd hier nicht irgendwo? Hey Hüpfer. Was muss ich tun, um deinen schönen Tag zu kriegen? Hä, eben hast du noch irgendwie gesagt, du bist ein Kriegsveteran. Jetzt schwulst du mich an oder was? Was ist los mit dir? Hier wird nicht rumgehangen. So, jetzt lass mich mal bitte durch hier. Ja. Sowas tötet normale Menschen. Das ist ein Hexer. Ich bitte euch. So. Jetzt reite ich lieber mit dem Pferd. Wenn das Pferd stirbt, ist nicht so schlimm. Guten Tag. Was ist das hier? Auseinander. So, ich meditiere mal eben. Achso, warte hier. Huch. So. Okay. So, da wollen wir mal gucken, ob der gute Mann da ist. Hallo. Jetzt nur noch verstecken. Und warten. Achso. Finde einen guten. Warte mal, bevor ich. Moment. Machen wir sofort. Ich muss noch kurz was erledigen vorher. Ich muss da mal eben. Hier würde mich auch ein Blinder sehen. Hinter der Tür das beste Versteck. Ein Klassiker. Da sieht er dich natürlich überhaupt nicht. Triss, woher wusstest du... Ah, Dijkstra, wie? Ganz recht. Ich konnte nicht widerstehen. Ich will die Sache zu Ende bringen. Ideal hierfür ein Stell-Dich-Ein. Mit Triss. Eingestürzte Decke, Schimmel an der Wand, Mäusedreck in den Ecken. Mein Mund öffnet sich schon vor Erregung. Psst, er kommt. Was? Versteck dich. Was? Was macht die? Menge. Fühlt sich unwohl. Sehr unwohl. Keine Ahnung, wer ihr seid. Aber ihr steckt in der Scheiße. Bis zum Hals. Du steckst tiefer drin, glaub mir. Beantworte unsere Fragen und wir bringen dich hier raus. Meine Antwort ist immer dieselbe. Verpisst euch. So redet man nicht mit einer Dame. Nicht mit einer Dame, nein. Aber mit einer Hexe? Das kannst du. Würde ich dir aber nicht raten. War das genug? Verpisst euch! Das soll alles sein? Natürlich nicht. Aber ich habe ja auch gerade erst angefangen. Ach, naja. Was soll der Geist? Jetzt viel schlimmer kann es nicht werden. Oh, kann es doch. Genug! Genug! Also, redest du? Ja, ja! Was wollt ihr denn, verdammt noch eins? Meine Neugierde. Für wen arbeitest du? Sag ich nicht. Niemals. Sicher? Radovid. Ich arbeite für Radovid. Wo hat Menge Sigi Reubens Schatz versteckt? Ich habe keine Ahnung. Du weißt, noch ein Wort und du wirst wieder vor Schmerz heulen. Ja,
Trotzdem sage ich, dass ich nichts weiß. Gibt dir das nichts zu denken? Sagt er die Wahrheit? Sieht so aus. Schade. Radovid, was hat er davon, Menge zu helfen? Ihr hättet für ihn vor seiner Ankunft das Feld. Ergibt Sinn. Es ist einfacher, eine Stadt einzunehmen, in der keine Magier mehr sind. Das Schwein. Dafür wird er bezahlen. Wir suchen nach Rittersporn. Wir wissen, dass Menge ihn entführt hat. Darum? Darum geht es? Um einen Scheißbaden? Das hättest du gleich sagen sollen, bevor du mein Hirn mit verdammter Magie aussaugen wolltest. Ich glaub's nicht. Alles nur wegen des lausigen Klatsch und Tratsch. Komm zur Sache. Rittersporn ist auf der Tempelinsel. Im Kerker unter dem Schrein. Menge will ihn in Ochsenfurt hinrichten. Ein echtes Spektakel. Das muss wohl leider ausfallen. Wie können wir Rittersporn befreien? Von der Tempelinsel kommt man nur auf Menges persönlichen Befehl wieder runter. Verdammt. Wir finden einen Weg. Ich habe eine Idee. Erzähle ich dir später. Genug. Wir wissen jetzt alles, was wir wissen müssen. Freut mich. Könnten wir diesen unangenehmen Zwischenfall vergessen nun? Nicht so schnell. Geralt. Ich weiß. Er hat zu viel gesehen. Aber warum? Ich habe geredet. Ich würde nie... Entweder stirbt er, oder ich lösche seine Erinnerung. Keine Ahnung. Lösche sein Gedächtnis. Aber ich habe euch geholfen. Ich... Das ist gar nicht so schlimm. Glaub mir. Sessle Angriff. Ich glaube, es war die richtige Entscheidung. Wie fühlst du dich? Hinterhältig. Grausam. Gemein. Ich könnte noch mehr sagen. Aber ich muss hier erstmal raus. Nach Hause gehen, ein Bad nehmen. Und dann trinken, um zu vergessen. Du sagtest etwas über eine Idee, wie wir Rittersporn befreien können. Ja. Wir wissen, dass er auf der Insel ist. Und er bleibt dort, bis Menge den Befehl gibt, ihn nach Ochsenfurt zu bringen, richtig? Das Problem ist, dass Menge tot ist. Das weiß ja keiner. Er könnte auch dem Feuer entkommen sein. Er könnte wieder auftauchen. Oder jemand, der ihm sehr ähnlich sieht. Ein Doppler? Dein alter Freund Dudu Bieberfeld, der den Kaufmann gegeben hat? Rittersporn hat behauptet, er wäre echter als das Original. So echt, dass Vivaldi ihm einen Kredit über mehrere tausend Kronen gegeben hat, ohne mit der Wimper zu zucken. Aber Dudu ist untergetaucht. Vielleicht wird Priscilla mehr wissen. Hoffen wir mal. Hör mal, da ist noch was, worüber ich reden will. Aber nicht hier und bestimmt nicht jetzt. Kommst du vorbei, wenn du kurz Zeit hast? Ich wäre dir dankbar. Na schön. Wir müssen hier raus. Okay. Das will ich auch können. Mann, das wäre voll geil. Wenn ich das könnte. Puh. Okay. Quest abgeschlossen. Juhu. Eine lebenswichtige Angelegenheit. Okay, das machen wir, glaube ich, oder? Würde ich sagen. Das machen wir doch direkt mal. Mit einem Stück zum Erfolg. Achso, okay, das ist wieder eine andere Quest. Ah, okay, das ist wieder Hauptquest. Okay, das ist aber Nebenquest. Ich würde das gerne noch machen. Wo ist das? Wo ist das? Wo ist das? Hier. Ja. Okay. Da haben wir ein Pferd. Wieso ist das Pferd im Wasser da unten? Plötzlich, was hast du da gemacht? Schneller. So. Dann pimmeln wir mal eben schnell los. Hui. Guten Tag. Und gucken mal, was die gute Triss auf dem Herzen hat. Georg! So ist gut. Stoppbart. 83, ist das richtig? Ich hoffe doch. Schneller. Danke dir und herzlich willkommen. Dankeschön für deinen Prime-Sub.
Okay, ich glaube, jetzt sind wir echt schneller, wenn wir so laufen. Plötzlich viel Spaß noch. Ordnung muss sein. Hey, Hausmeister Krause. Wusste gar nicht, dass er auch hier in Novigrad ist. Lul. Hast du schon Negativpunkte? Ich habe keine Ahnung, wo sieht man das? Halt, hier rum. Moinsen. Immer diese zwielichtigen Personen. Ich bin hier nicht richtig. Oh, Gott sei Dank bin ich gestorben. Ich mach mal F5. Oh. Ach, Freunde. Was wollt ihr denn? Guck mal, geht doch lieber einfach, hm? Es wäre gesünder gewesen. Es wäre gesünder gewesen. Siri! Triss meine ich natürlich. Entschuldigung. Ja, wen willst du sprechen? Triss. Ich hab's ihr gesagt. Keine Männer, keine Haustiere. Dies ist ein anständiges Haus, in dem anständige Leute wohnen. Keine Sorge, ich bleib nicht lang. Keine Haustiere. Jetzt geht's aber los, wa? Wie komme ich denn hier runter? Ne, hoch muss ich. Achso, okay. Oh, das Haus ist ja richtig am Arsch. WTF. Das ist ja richtig kaputt. Guck mal, das hängt auf 7:30. Wie kann man denn hier wohnen? Geralt, ich habe ein Problem. Können wir reden? Ja, natürlich, Triss. Hey! Ja, Geralt? Hä? Du wolltest doch mit mir reden. Naja, okay. Wir machen ein bisschen Smalltalk, komm. Bist du schon lange in Novigrad? Lange genug, um zu wissen, wie man sich nicht fangen lässt und überlebt. Und ehe du herkamst, wo warst du da? Ach, hier und da. Wo immer ich ohne deine Hilfe zurechtkam. Was nicht heißen soll, dass ich nicht froh bin, dich zu sehen. Du hast die Rose der Erinnerung noch, die ich dir in Flotsam gegeben habe. Es scheint so lange her zu sein. Vermutlich, weil sich so viel geändert hat. Du behältst sie also aus nostalgischen Gründen? Zum Teil. Eigentlich eher als Warnung. Wie geht es dir? Geht so. Warum fragst du? Interessiert mich halt doch nicht. Vielleicht sollten wir das Thema wechseln. Gerne. Geralt. Wollte ich auch gerade vorschlagen. Geralt, du bist ein richtiger Womanizer. So einfühlsam. Worum geht es? Ich habe eine seltsame Nachricht erhalten. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Von wem ist sie denn? Ingrid Wegelbuts Diener hat sie gebracht. Offenbar ist Herrin Wegelbut bereit, eine großzügige Summe zu spenden. Sie will Magiern helfen, aus Novigrad zu entkommen. Das wird kaum ein Akt der Selbstlosigkeit sein. Da hast du recht, und genau das ist mein Problem. Sie will einen Gefallen. Leider stehen keine Einzelheiten im Brief. Ich soll den Diener auf dem Fischmarkt treffen. Er muss es mir angeblich persönlich erklären. Aber in diesen Zeiten ist schwer zu sagen, ob es eine gute Idee ist, dahin zu gehen. Wovor genau hast du Angst? Vor einer Falle. Einerseits darf ich die Chance nicht ungenutzt lassen. Wir brauchen das Geld. Andererseits... Niemand erwartet von dir, dass du dein Leben riskierst. Ich erwarte es von mir. Aber es war schon mal leichter. Als ich noch nicht wusste, wie es ist, gefoltert zu werden. Oder die Schreie der anderen zu hören und nichts tun zu können. Du hättest jederzeit entkommen können. Ich weiß, aber ich hatte trotzdem Angst. Was, wenn sie mich in echtes Dimeritium schlagen? Du wirst nicht immer in der Nähe sein. Das gefällt mir überhaupt nicht. Aber du scheinst entschlossen. Ich lass dich das nicht alleine machen. Ich danke dir. Der Diener. Wie sollst du mit ihm Kontakt aufnehmen? Angeblich erkenne ich ihn. Er trägt eine blaue Tunika und zahlreiche Schlüssel am Gürtel. Ich soll ihn nach seinem Forellenpreis fragen. Das soll wohl ein Witz sein. Sollst du etwa auch eine rote Rose halten? Blumen hat er nicht erwähnt. Aber wenn du mir welche besorgen willst, sag ich nicht nein. Das ist ein Fischmarkt, Triss. Ich kann dir bestenfalls ein bisschen Salzdorsch besorgen. Es wird wohl besser sein, dass ich mit dem mysteriösen Mann in Blau rede. Er erwartet aber mich. Du wartest in der Nähe.
Ich überzeuge mich, dass die Nachricht nicht von den Hexenjägern kam. Dann kommst du. Gut, treffen wir uns dort. Irgendwie und irgendwas sagt mir, dass das nicht gut ist. Oh, dieses Haus, Alter. Das ist, ich muss hier aus. Das ist ja fürchterlich. Moin. Das Haustier verlässt nun das Haus. Arschlöcher. Bin doch nur eine Hexe. Hast du schon Kritikpunkte im Spiel? Nee, bisher nicht. Och, Mann, Freunde. Lass doch mal die Scheiße. Was ist los mit euch, hm? Seid ihr so geil auf Aufmerksamkeit? Guck mal, es brennt. Wahrscheinlich so laut. Was sollen denn die Wachen denken? Dass ich einfach Leute töte? Sassiflar, schlaf gut. Und natürlich noch an alle anderen, die schlafen gehen. Gute Nacht. Ja, wollen wir mal gucken, ob wir den Dude finden mit dem Schlüssel und der blauen Robe. Weiß ich ja jetzt nicht so wirklich, ne? Mal gucken. Jede Menge blaue Jacken. Interessant. Okay, es sind zum Glück nicht so viele Leute. Es waren jetzt zwei Stück bisher mit einer blauen Jacke. Also ich glaube, so schwer ist das nicht. Der hat eine rote. Okay, der ist es nicht. Der ist es auch nicht. Der ist es bestimmt. Nee, wahrscheinlich nicht. Was willst du? Mann, dreht sich mir die Birne. Ja, der ist es auch nicht. In diesem Bordell kann man sogar Ziegen bumsen. Hilf einem armen Kerl. Was, man kann Ziegen bumsen? Was ist denn jetzt los? Auf, Penner. Novigrad ist nicht da. Aber der Mann von Hurensohn, der attackiert mich jetzt nicht, weißt du? Alles klar. Guten Tag. Ja? Weißt du, wo ich den besten Forellenpreis kriege? Vielleicht, aber mit jemandem wie dir habe ich nicht gerechnet, Herr. Solltest du mit dem Empfänger des Briefs reden wollen, werde ich anwesend sein. Die Vorsicht würde gebieten... Die Vorsicht gebietet jetzt nicht zu streiten. Glaub mir. Ich hab wohl keine Wahl. Komm mit. Dankeschön. Das ist aber nett. Hier lang. Es ist nicht weit. Jo. Dann mal voran, junger Mann. Sind für die Armen. Das ist... Hilf mir! Du wirst es nie lernen. Du kannst ihn nicht umbringen. Danke dir. Oh. Gehen wir. Falsche Richtung. Egal. Okay. Was wollten die von dir? Weiß nicht. Ich habe sie noch nie gesehen. Vielleicht, also, neulich hat jemand versucht, unsere Boten auszufragen. Über den jungen Grafen. Warte mal. Wo ist die Herrin Merigold? Du solltest doch alleine kommen, Herrin. Wäre er nicht gewesen, hätten die drei dich zum Verhör mitgenommen. Der Große war Waldo Muris. Der arbeitet für die Hexenjäger. Ja, du hast sicher recht, Herrin. Es war einfach nicht, was ich erwartet hatte. Da Herrin Wegelbuth... Nun, da wir erste Höflichkeiten ausgetauscht haben, wäre es wohl an der Zeit, dass du dich vorstellst. Herrin Wegelbuths Hausdiener. Ich wollte niemanden beleidigen, Herr. Warum wollte die Herrin Wegelbuth sich nicht selbst mit mir treffen? Sie hatte Angst, verfolgt zu werden. Sie ist nervlich ein Wrack in letzter Zeit. Also, worum geht es hier? Bitte deutlich. Um den Sohn der Herrin Wegelbuth. Er ist das Problem. Meister Albert interessiert sich für Alchemie. Die Tempelwache hat Wind davon bekommen. Um die Wache würde ich mir keine Sorgen machen. Aber die Hexenjäger haben versucht, dich zu schnappen. Also ist Albert wohl in ernster Gefahr. Ja, die Wache wurde von Herrin Wegelbuth bestochen. Aber da die Hexenjäger für jeden denunzierten Magier bezahlen... Hat die Wache von einer Familie in Angst Geld genommen und den Jägern dann trotzdem Bescheid gesagt.
Woher weiß Ingrid Wegelbuth, wie sie Triss erreicht? Und dass Triss überhaupt die richtige Person ist? Die Herrin Merigold soll auch Myra Weiss beim Verschwinden geholfen haben, als die Hexenjäger hinter ihr her waren. Myra hat der Herrin Ingrid bisweilen magischen Beistand geleistet bei ihren Gebrechen. Das kann sein. Myra hat mal erwähnt, dass sie eine Adlige behandelt. Albert sollte wohl so schnell wie möglich verschwinden. Das kann ich einrichten. Meinst du, der junge Wegelbuth kommt unbemerkt aus dem Haus? So einfach ist das leider nicht. Meister Albert versteckt sich auf dem Landsitz der Wegelbuths. Herrin Ingrid ist der Auffassung, dass sie ihn heimlich fortbringen kann. Sie will einen großen Maskenball geben. Und ich soll teilnehmen und ihm bei der Flucht helfen? Genau. Ohne dich geht es nicht. Die Herrin Wegelbuth fürchtet, dass das Personal beobachtet wird. Das ist eine gute Idee. So eine protzige Feier lenkt die Jäger ab. Ja, wenn nur die Hälfte von dem stimmt, was ich über die Bälle der Wegelbuths gehört habe. Angeblich wurden auf dem letzten 100 verschiedene Nachspeisen serviert. Und es gab von der Abenddämmerung bis morgens Feuerwerk. Aber jetzt zu Kriegszeiten hat die Herrin angeordnet, nur 85 Nachspeisen zu servieren. Ach, diesmal gibt es keine kandierten Blätter von blauen Rosen aus Nazair. Die sind jetzt furchtbar schwer zu kriegen. Ach, ich würde das alles so gerne sehen. Hoffentlich müssen wir nicht bis zum Schluss bleiben. Heißt das, du kommst mit? Natürlich. Ich werde dich doch nicht allein in die Höhle des Löwen schicken. Überleg doch nur, 85 Nachspeisen. Während du versuchst, einen Taillenumfang von 2 Spannen zu behalten. Herald, bitte. Wie kommen wir denn in den Landsitz hinein? Hier, die Einladung. Die Wache am Tor hilft dir dann weiter. Leg bitte eine Fuchsmaske an, ja? Viel Glück. Eine Fuchsmaske. Kappa. Meinst du, wir können direkt dorthin gehen? Machst du Witze? Wir müssen uns vorbereiten, umziehen. Vor allem müssen wir Masken besorgen. In Elihals Laden bekommst du sicher alles, was wir brauchen. Kennst du den? Ich war schon mal dort. Elihal ist mit Rittersporn befreundet. Nur Masken, ja? Ein Wams werde ich ja wohl nicht tragen müssen. Natürlich ein Wams, Geralt. Und keine Diskussion. Kümmere dich darum und dann komm zu mir. Na toll. Müssen wir noch einen Wams tragen? Das glaube ich ja jetzt wohl, wa? Hier ist der Hund begraben. Okay, wir kaufen uns natürlich ein komplettes Outfit, weil es einfach cooler. Wie lange machst du noch? Wir machen die Quest hier noch. Also wenn die Quest jetzt nicht 2 Stunden geht, machen wir die Quest jetzt hier noch und dann machen wir Feierabend für heute. Mir reicht's mit dem Leben. Banner! Die Quest geht ein ganzes Stück. Oh, okay, dann kaufen wir uns jetzt noch die Dings, dann machen wir dann Feierabend. Dann kaufen wir uns noch die Kleidung und dann machen wir dann Feierabend heute. Oh nein, jetzt müssen wir wieder zu ihm rein. Oh nee. Oh nee. Ah. Guten Tag. Hallo. Willst du vielleicht meine Frühjahrskollektion sehen? Nein. Ich würde gerne mal einen Blick auf dein Angebot. Natürlich, bitte. Sollte etwas kneifen oder scheuern, ändere ich es sofort und... Danke. Okay, oh, eine Fuchsmaske. Der hält aber eine Wolfsmaske. Achso, sie soll eine... Achso. Ich kaufe die alle. Ist mir egal. Was ist das für ein Outfit, was sie noch sagten? Oder muss ich das selber zusammenschustern? Weil die sagte doch auch, wir sollen auch einen Wams tragen. Oder? Haben wir schon alles? Bis dann. Nee, das optionale Ding ist noch nicht fertig. Hey, bleib mal stehen. Hallo. Ich würde gerne mal einen Blick auf dein Angebot werfen. Ach, selber zusammenschuss. Ach so, okay. Also das kriegen wir gar nicht hier bei dem.
Also muss ich dieses Wams und so, muss ich das selber machen? Doch. Ich würde gerne mal einen Blick auf deine... Natürlich. Ja. Welche sind das dann? Ah, okay, das kann mir kaufen, was ich will. Oder was? Ach so, okay, cool. Ich glaube, da würde ich das hier nehmen. Diese Hose und diese Schuhe. Glaube ich. Bis dann. Oho. Geh mal aus dem Weg. Ich muss mich hier anziehen jetzt. Warte. Dann gucken wir uns das doch gleich mal an, was wir jetzt hier Schönes gekauft haben. Einmal das hier. Oh, wunderschön. Diese Hose und diese Schuhe. Ah, okay, die Socken, das ist jetzt nicht so... Okay, die Schuhe sieht fürchterlich aus. Aber passt schon. Und diese Maske kann ich auch aufziehen schon, oder geht das dann erst später? Ah, okay, geht erst später. Cool. Hübsch. Achso, die Handschuhe. Ja, okay. Hä? Was? Hä? So. Sind wir nicht ein toller Herr? Wir sehen doch wunderhübsch aus. Hallo. Elfin? Hä, Elflin? Was geht? Hey. Warum läufst du so komisch, Elflin? Was ist da los? Geht's dir nicht gut? Elflin? Hallo. Ach so. Oh, okay. Leute, Magier haben das Haus ge- Er ist auf den Igel getreten. Okay, ich würde sagen, ich stelle mich jetzt mal hier vorne hin. Hallo Pferd. Schmeckt das? Und dann würde ich mal sagen, machen wir Feierabend für heute. Und wie lief's mit diesem Heiler? Ich bin gelaufen. So. Ja, machen wir Feierabend für heute und ein Witcher-Streamchen haben wir ja, glaube ich, sogar noch tatsächlich. Du, halt die Fresse. Ein Witcher-Streamchen haben wir ja tatsächlich noch, bevor wir dann in den Urlaub gehen. Genau, speichern ist eine sehr gute Idee. Bevor dann Urlaubspause ist, haben wir noch ein Witcher-Streamchen, wahrscheinlich am Mittwoch. Ja, am Donnerstag habe ich mir jetzt gedacht, am Donnerstag werden wir wahrscheinlich nicht streamen, weil es eh wieder viel zu spät wird mit dem Frankfurt-Spiel und so. Deswegen werden wir wahrscheinlich dann am Mittwoch nochmal ein Witcher-Streamchen machen und weißt du Bescheid. Ich bedanke mich auf YouTube auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Ansonsten würde ich mal behaupten, wenn ihr Bock habt, dann nach dem Urlaub, ganz regulär gibt es dann donnerstags wieder Witcher. Jawohl, ganz regulär. Hoffe ich. Mal gucken. Und ansonsten, ich bin... Bist wohl krank. Bist du bescheuert? Ich stand hier, du läufst mich... tschüss, macht's gut. Bis dann.